Wir trauen uns wieder eine schauen. Ja, liebe Gedersdorferinnen und Gedersdorfer, liebe Freunde der Gemeinde Gedersdorf, ich darf Sie aufs Allerherzlichste begrüßen. Sechs verschiedene Standorte, sechs Familien, sechs Attraktionen. Heuer sind es 12. Also wir haben eine hundertprozentige Steigerung. Das Thema und das Ziel von Eingeschaut ist gleich geblieben. Was will Eingeschaut? Wir wollen einfach Unbekanntes, weniger Bekanntes vor den Vorhang holen. Die Presse will unbedingt ein Foto mit allen Beteiligten, mit allen, die eingeschaut haben. Nachdem du das Programm für das Jahr 2012 vorgestellt hast, muss ich eigentlich sagen, herzliche Gratulation. Herr Kartinger eine Sammlung gemacht hat, findet man halt Sachen wie zum Beispiel den Mistkaps mit dem Mist als Düngemittel aus Feldkorn und hat ihn dort ausgebracht. Alles händisch natürlich. Das nächste große Stück, der Heuwagen, aus meiner Kindheit noch sehr, sehr interessant, weil wir als Kinder ja oben am Heu gelegen sind und die Ochsen haben das gezogen, davor der Pflug.
Jauchepumpe. Im Hintergrund sieht man vom Hummer bis zum Erdäpfel Stessel Dinge, halt, die alle in schwerster Handarbeit Verwendung fanden. Ja. Eine klasse Sache, die Zugschau. Ja. Wenn man in den Wald geht und zwei Leute sich um einen Baum begeben und dort wirklich in schwerster Arbeit den Baum umsägen. Wenn man das vergleicht heute mit der Motorsäge, wo das von einem ganz, ganz leicht bewerkstelligt wird. Der Fries Hannes hat mir einmal angeredet, ob ich da Interesse hätte, vielleicht mitzumachen an einem kleinen Projekt für so eine Art offene Kellertür. Dass das Ganze unparteiisch ist, über den Parteien steht. Und dann haben wir gedacht, ja, Brunnen im Felde wäre nicht schlecht, dass man das macht, kulturmäßig und ja, was Neues. Und auf diese Art habe ich mich entschlossen, dass ich da mitnehme. Ein Hobby von mir, was ich vor ca. 10 Jahren begonnen habe, mich hat damals sehr fasziniert, die Töpferscheibe an der Drehscheibe zu arbeiten. Es ist einfach ein Arbeiten mit sich selbst, mit seinem Inneren in Ausgleich zu kommen. Es ist eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen. Ja. Und habe mit meinen Kindern auch gelernt oder gesehen bei meinen Kindern, dass ich das Material Ton für sie als Entspannung wahrnehme, ja. Dass sie viele Dinge verarbeiten können. Dass sie auch von der Feinmotorik her da vieles erlernen. Weil in 6 Jahren machen wir Kinderkurse in den Sommerferien von der Gemeinde Gedersdorf aus. Wir bieten das an, damit die Kinder sich da auch verwirklichen können, künstlerisch tätig werden können. Selbst gedreht. Das immer mit dem Gewand. Oh, was kann ich dabei sein, oder? Weiters haben wir auch die Warmwasserbereitung über eine ganz große Solaranlage mit über 5000 Liter Pufferspeicher, eben damit unsere Gäste ökologisch mit Warmwasser versorgt werden. Und weiters haben wir auch noch eine Klimaanlage im Zimmer, die mit Photovoltaikstrom aus der eigenen Anlage abfährt. Ich mache bei einigen geschaut mit, weil das für mich ganz eine gute Sache ist.
Die kulturelle Geschichte steht dahinter und dass einfach die Leute gemütlich beieinander sitzen können. Ich bin das zweite Jahr dabei. Voriges Jahr habe ich die Eröffnung gemacht bei mir. Das war auch ein ganz toller Erfolg. Flachs beschreibt, die Sonne schien auf den Flachs und die Regenwolken begossen ihn. Und dies war ebenso gut für ihn, wie es für kleine Kinder ist, gewaschen zu werden und darauf einen Kuss von der Mutter zu bekommen. Das Kraftwerk Theiß gehört zu den modernsten Anlagen. Mit der neuen Gasturbine Michaela wird eine Leistung von 800 Megawattstunden erreicht. Durch das nachgeschaltete Fernheitswerk zur Wärmeversorgung der umliegenden Gemeinden und der Stadt Krems wird ein Wirkungsgrad von 60% erzielt.